Ja, und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück hier zu Junkyard Simulator. Weiter geht's. Wir haben jetzt hier die Musikstücke on board. Das wäre hier Gear, das hier, das. So, wir sollen die natürlich jetzt auch renovieren, also restaurieren besser gesagt. Das sollte vielleicht auch nicht so lange dauern. Denke ich. Gehe zur Telefonzelle. Okay. Machen wir eben kurz. Okay. Nix. Gut. Also renovieren wäre jetzt. Also restaurieren. Oh, restaurieren wäre jetzt so die Geschichte. Die könnten wir jetzt machen. Machen wir jetzt aber allerdings auch, weil, ja. Was wollte ich sagen? Ich hab's einfach vergessen. Bevor sie weg sind, genau, bevor sie weg sind, weil die liegen ja jetzt hier rum. Die gehören jetzt aber nicht mehr zum Auftrag hier. Ich mache das jetzt trotzdem eben schnell fertig. Dann sind die weg. Das sollte jetzt auch nicht so lange dauern für die Dinger hier. Sollte eigentlich schnell gehen. Ich bemühe mich. Oh. Allerdings will ich nicht den Tisch polieren. Ich sag ja, es geht eigentlich schnell. Den hatten wir heute ja schon mal. Also in irgendeiner anderen Folge, so rum. Ich habe den heute schon mal gehabt. Hier ein paar Folgen vorher. So. So. Wundervoll. Gibt immer Geld. Money, money. Dann nehmen wir uns den nächsten. Das soll aber ein anderes Teil sein als das, was wir gerade hatten. Ja, es ist tatsächlich auch Audioverstärker oder sowas. Oder ist das Radio, Autoradio? Keine Ahnung. Ich bin mir nicht so sicher. So. Kriegt ja auch noch einen schönen Lack drauf hier. Jawoll. Immer schön alles abgekauft. Ja, das wird auch schnell gehen. Ich hab's im Urin. Jawohl. Es ist so hell hier drin. Warte mal. Nee, es ist so dunkel hier drin. So rum wollte ich sagen. Das sah nur so aus, als ob ich die Taschenlampe hatte. Habe ich aber gar nicht gehabt. So. Dann mal hier so. So. Ja, gut. Hochglanzboxen. Jawohl. Dann haben wir da die nächste. Dann haben wir nur noch eine und dann sind wir auch schon wieder durch.
So. Okay, Zugi. Und da wäre das nächste auch schon fertig. So, das ist mal nicht eintönig wird, drehe ich mal andere Seite rum. Mache ich hier zuerst. So. Ah, seht ihr, das war's ja schon. Ich habe jetzt nur noch den Karton mit Gerät, mit Dings drin soll da drin sein, aber ich glaube kaum, dass da eben was drin ist. Haben sie halt nur gesagt, ja, da ist ein Kabel drin oder so, aber das ist Unsinn, das ist eigentlich schlichtweg ein Karton. Oder auch nicht. Karton mit Kabeln, da ist doch Kabel drin. Was mache ich damit? Da sind ja doch Kabel drin. Ah, wie soll ich es recyceln? Nein. Ja, was liegen jetzt damit hier? Liefere die Kisten. Nötigt 9 leere Slots. Was? 9 Slots? So viel habe ich gar nicht. Woher soll ich denn 9 Slots nehmen? Selbst wenn ich jetzt zu meinem kleinen Quascher springe. So, hier habe ich ja Upgrade, Werkzeuge, Fahrzeuge. Kann ich ja den hier upgraden. Den Rucksack. Ich komme nicht mal auf 9 Slots. Weil das Ding hat nur 8 Slots. Der Rucksack hat nur 8 Slots und das war's. Ja. Schön, ne? Automatische Renovierung. Ach, da ist das Ding. 3 Fähigkeitspunkte brauchst du dafür. Okay, kostet 25.000. Du kannst 5 Artikel über 15 Minuten einmal renovieren. Also du hast 15 Minuten. Also 5 Stück kannst du renovieren. Und dann musst du 15 Minuten Abklingzeit eben abwarten. So ist das gemeint. Und dann kannst du wieder 5. Zum Beispiel bis zu 5 machen. Das ist ja interessant. Was ist das? Alle 60 Minuten können sie alle Fahrzeugkomponenten einmal demontieren. Das ist auch nice. Vergrößert die Fläche des Wracks auf dem Abschleppwagen um 20%. Das ist, damit du den besser erreichen kannst. Vergrößert den Scan-Bereich um 50%. Das ist auch nice. Demontage? Vergrößert die Geschwindigkeit bei der Demontage von Komponenten während der Renovierung. Ach, das ist das. Ah, alles klar, wenn ich Kabel löse oder so, die Geschwindigkeit davon. Okay, jetzt habe ich zumindest das mal gefunden. Allerdings habe ich da jetzt ein riesiges Problem, weil ich könnte ja mal, warte mal, kann ich nur alle zurücksetzen? Vergrößert die Geldsumme für das Recyceln von Kunststoff oder Altpapier um 150%, aber das bringt mir nicht viel. Ich setze die Punkte einfach zurück, ganz ehrlich. Epic.
Das hier vergrößert den Wechselkurs. Alle 16 Minuten können Sie Fahrzeugkomponenten einmal demontieren. Das brauche ich gar nicht. Geschwindigkeit muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Das, ja, okay. Das kann man mitnehmen. Dann geht das auch schneller. Das wäre der Wechselkurs. Das sind die Schuhe. Vergrößert die Laufgeschwindigkeit. Muss ich nicht unbedingt haben. Ja, so viel geiles Zeug ist jetzt hier nicht, ne, finde ich. Scanradius würde ich mitnehmen. Einmal Schuhe. Das hier und das hier. Und ansonsten können wir das andere noch in Wechselkurse reinballern, glaube ich. Okay. Gut. Jetzt habe ich das mal ein bisschen umorientiert hier. Wenn ihr die verlassene Fabrik, das ist ja am ADW. Die ist ja wirklich am ADW. Gut, nützt ja nichts. Fahren wir mal eben schnell hin. Komme ich da irgendwie hingefahren? Von da hinten. Fahren wir über die Brücke. So machen wir das. So. Ja, und dann hier runter. Keine Ahnung. Irgendwie werden wir das schon finden. Das ist alles Berg. Ach du Schande, komm ich gar nicht durch. Ach du Heilige. Es ist eben echt doof hier. Das ist viel zu weitläufig und so. Das. Ich hab's gesehen, ich hab's liegen sehen. Wie kommt man denn da dran, bitte? Wie haben sie sich das gedacht? Ist ja nicht so, dass ich hier auf dieses Ding springen kann. Nee, jetzt kannst du knicken. Man soll da gar nicht hochkommen, glaube ich. Aber es liegt halt eine fette Schatulle da oben. Komm da aber nicht ran. Nö. Ja, es ist mir auch egal. Aber ich habe es zumindest liegen sehen. Ich habe es gesehen. Aber jetzt müssen wir uns mal einen Plan machen, wie wir da hinkommen. Ich habe noch keine Ahnung, bin ich ganz ehrlich. Hier rum vielleicht.
Aber da werde ich bald laufen müssen, weil ich hier durch den Wald mit dem Auto ziemlich beknackt komme. Hinten ist nochmal eine Straße. Ah, fahren wir mal ein bisschen auf den Schienen rum. Boing. Schon wieder mal Boing. Hätte ich wahrscheinlich auch einfach hinspringen können. Verdammt. Ich habe nämlich schon eine Ahnung, wo das ist. Hatten wir bereits, Johnny. Finde eine Palette und sammle alle Kisten ein. Oh, oh nein. Na gut, dann machen wir das mal. Habe ich Platz? Ja, ich habe Platz. Aber keine neuen. Einen neuen Platz. Also, gibt's auch gar nicht. Keine Ahnung, wie sich das Spiel das denkt. Also hier war ich doch noch nicht, glaube ich. Oh Gott. Was ist hier los? Überall so viele Leute, die die Quests gerne was erledigt haben wollen von mir. Das ist die Palette, okay. Huch! Tankespiel. Das ist aber lieb. Das Pfandleihhaus sogar. Das kam einfach mal angeflogen. Alter, dieses Game macht mich fertig. So, ich will mal gucken, habe ich hier Platz? Ja, guck mal. Jo. Sehr gut. Da hinten gibt es noch was. Holzkisten. Die sollen alle auf diese Palette drauf. Na dann. Prostmahlzeit. Ich finde das gerade nicht gut, dass ich keinen Platz mehr habe. Ich finde das gerade gar nicht gut. Weil ich nicht weiß, wie ich das jetzt noch machen soll hier. Es tut mir leid, aber du musst mal verschwinden. So. Okay. Verlade die Palette sowie die Holzkisten auf den Wagen. Ach so. Soll das dann ja alles reinpacken? Echt jetzt? Muss ich jetzt wieder aussortieren? Okay. Pack das mal raus, bitte. Danke. Pack das auch mal raus. Das auch mal raus. So, hier. Hier. Danke. 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 Die Umsortiererei hier, die macht mich fertig. Kann hier nur 8 Dinger verladen. Das ist das Problem, was ich habe. Mist.
kriege ich hier niemals aufgestellt. Glaube ich kaum. Hier. Hallo? Hier? Ja, okay. Habe ich Platz hier? Bitte sag, dass ich Platz habe. Oh ja. Gut, die Palette. Keine Ahnung, warum man das so kompliziert machen muss. Also. So. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So, dann haben wir die ganzen Teile gleich hier drin. Okay. Okay, you got it all. Now we're going to the junkyard's warehouse. Yes, you've been there before. You know what to do. Jim, not to make empty runs. Backpack packed to the full. Did you find something interesting and expensive? Or perhaps something for renovation? I bet you did. I've known you too long, Johnny. Good job, old pal. Ja, okay, da sagte, wir sollen nie mit einem leeren Rucksack rumlatschen und das geziemt sich nicht und das gehört sich nicht und. Ich packe natürlich meine Sachen hier wieder rein. Das wäre ja furchtbar, wenn nicht. Eignet sich nicht. Mich ja verarschen. Nein! So. Dann einmal das. Einmal das. Ich verschwende hier nichts. Und das. Und das. Gut. Und das Lager wäre dann da hinten. Da habe ich gesagt. Wo habe ich denn, was habe ich denn gesagt, wo das ist? Wo zum Henker? Ach, ich bin da, okay. Geradeaus sollte meine Dings seine Karte sein oder so. Da hinten. Ja, genau, das ist das, ja. Wir müssen wieder zum großen Schrottplatz. Ich glaube, da war das Lager, ne? Wenn ich mich nicht irre, war das der große Schrottplatz. Bereich großer Schrottplatz. Ich glaub, da war das. Ja, okay, hier war das. Dann nehme ich hier mal. Kollege Schnürschuh mit. Und da ist das ganze Zeug drin. So.
To the pallet we go. Stack those boxes and the money's yours. Packen die Kisten drauf und das Geld kommt wie von alleine. Das Leben ist schön. Ja, das Geld kommt wie von allein. Genau. Wie im echten Leben. Wegen einer Kiste hier. Oh. Kann doch nicht wahr sein. So. Aber ich möchte ja auch nicht rummeckern die ganze Zeit. So eine kleine Palette. Da soll das alles drauf. Das ist so doof. Also. Du sollst halt ein bisschen was dafür tun, dass du hier so sinnlos Geld bekommst. Plump. Okay. So, ich packe nur ein paar auf. So. So. Bitte sehr. So. Könnt ihr ja mal hier. So. Können wir ja mal stapeln hier, ne? Oh. Das ist nicht so gut. So. So. Also eine kriegt man nie drauf, das ist automatisch, weil das sich automatisiert sofort abschließt. Und er ist informiert, er holt das ab. Ja, sehr gut. Wir sind leer. Und jetzt müssen wir auch wieder... Hallo. Hallo Schätzeleins. Dankeschön. Nehmen wir natürlich mit. Da kenne ich nix. Kenne ich kein Verdun. Was will er denn hier noch? Moin, was ist los? Suchst du nach Schätzen? Ja, weiß ich doch. Der Kunde hat die Ware abgeholt. Ja, okay. The client was very pleased with the swift delivery. He'll probably recommend your services to other clients on more than one occasion. When a client's happy, ein zufriedener Kunde macht glücklich, war Johnny. Ja, ja. Okay, da war sehr zufrieden und er würde uns mit Sicherheit auch weiterempfehlen und hilft mir bei einer Suche. Militärkiste, Militärkiste und Trager und Kühlschrank. Okay. Alles klar. Das wäre einmal hier hinten. Das ist ja eine schnelle. Das sind ja schnelle Quests hier, diesen Rucki-Zucki erledigt. Ach, jetzt komme ich hier nicht durch. Ach komm, Spiel. So fett bin ich doch gar nicht. So, einmal das. Einmal das. Einmal den komischen Kasten da. Das hätte er auch alles alleine finden können, weißt du? Was da oben? Hm, okay. Gut, laufen wir mal hier hoch. Ah, oh, ah, puh. Noch mehr hier oben, ja. Heilige. Zwei Militärkisten. Ach, guck mal, da ist eine Schatulle mit Decke sogar. Boah. Nein! Spiel! Ich muss nochmal hoch. Ach Mann, die möchte ich natürlich haben. Hallo, die ist mit Deckel. Das heißt, es gibt bestimmt richtig Geld. Money, money, money.
Komme ich jetzt von so hier ran oder muss ich das von so machen? Oh. 22.000 oder was ist das? Ne, 2.217. Okay, ich hätte echt gedacht, es gibt mehr Geld, aber naja. Schenkt ein Gaul. Guckt man nicht ins Maul. So sieht's aus. So, kriege ich hier die wunderbaren Schätze hier einmal rein. Danke. Und dich können wir mal abschließen. Ja, 5.000. Naja. Was willst du mehr? Ist doch gut. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge dann hier bei der Telefonzelle, denn wir sollen schon wieder telefonieren oder einen neuen Auftrag nehmen. Aufnehmen. Strategisch. Er sitzt hier nur so rum und denkt über sein Leben nach. Und seine Fehler und seine Probleme. Kann er auch gerne tun. Aber hier sollten jetzt mehr Gegenstände rausfallen. Ja, fallen tatsächlich raus. 1720 für den Motor zum Restaurieren. Das wird auch ein Restaurieren sein hier, ne? Ich nehme hier mal mit kurz. Beide, ja. Hier auch noch. Ach du je. Das ist Schrott, Schrott. Das müsste ich dann so wegbringen. Boah. Kriege alles gar nicht so weg, wenn ich das so bedenke. Halt, ich muss in mein Auto steigen. Gerade so zu den Hotspots oder so, da hätte man auch gerne so machen können, dass man da direkt auch hinspringen kann. Weil das ist auf Dauer dann doch echt mühselig und sinnlos vor allem. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht wirklich viel Geld bekommen, gerade für die Palettengeschichte hier. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich glaube fast nicht. So, sehr gut. Wir müssen auch unbedingt mit einem anderen Truck, mit den Autos, müssen ja auch noch weggemacht werden, dass wir das die eine komische Quest da oben fertig kriegen. Langsam, aber sicher, meine ich. Okay. You already know the road and the den place. Weg und den Ort kennst du ja bereits. Ah, mit großen Schrottplatz, mit all den Autos. Okay, zum großen Schrottplatz mit all den Autos. Das ist eigentlich... Finde einige Autoteile. Okay, das könnte eventuell das Lackieren sein. Das wäre vielleicht auch mal eine spannende Sache. Gucken wir mal in nächste Folge, glaube ich. Ja, wir müssen auch einiges... wieder restaurieren. Wir haben wirklich viel Zeug zum Restaurieren. Ja. Und alleine hier drin. Alles voll. Müssen wir nach und nach mal wegmachen. Sonst haben wir einfach zu viel. Ja, wir haben sonst viel zu viel des Guten. Wir haben ja auch noch die Dinger hier. Ich weiß nicht, bei dem ist ja noch was drin hier. Soweit ich weiß. Ihr Pfandleihhaus. There's also a conveyor belt there. Das befindet sich auch das Fließband, wenn du das noch nicht weißt, Sonny. Ja, da kann man natürlich auch Gegenstände raufschmeißen oder so, aber man hat ja auch nicht viel, ne? Das wäre ja das Ding hier. 20 und dann ist voll. Und das ist echt doof. Also man hat nicht wirklich viel Platz dafür. So, ich rufe mal ganz kurz den Wagen hier. Wenn ich das hinbekomme, ja. Weil ich würde, glaube ich, die Dinger
Das Pfandleihhaus würde ich gerne mal hier reinpacken. Packen wir uns hier die Tasche voll. Haben wir ja schon wieder einiges. Und hier kommt dann so die Restaurierungszeug rein oder auch mal Schrott rein, wenn wir dann mal unterwegs sind. Mit dem Wagen oder wenn wir den holen oder rufen oder macht was weiß ich. Ja, ihr wisst das schon, was ich meine. Ja, gucken wir mal. Nächste Folge werden wir wahrscheinlich nochmal restaurieren machen und die alten die Autoteile finden. Beim Schrottplatz. Vielleicht mache ich es auch so, dass ich gleich direkt zum Schrottplatz hinfahre oder hinspringe und dann sehen wir uns eben dort. Bei der nächsten Folge dann. Ja, ich glaube, so machen wir das. Ne? Dann seht ihr auch ein bisschen was anderes. Na, mal gucken. Kriegen wir hin. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.